Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zur 13. Folge Jagged Alliance 3 hier auf Sossi-Spielwiese. Wir sind immer noch hier auf unserer Startinsel und im Dorf Ernie. Und jetzt wird es dann Zeit, tatsächlich mal zu verschwinden und aufs Festland zu kommen im Boot. Ach, das ist auch ein Hafen, okay. Ja, da müssen wir mal gucken, also wo wir jetzt da anlanden müssen hier oder... Wie gesagt, hier ist eine Mine. Wir brauchen ja auch langsam mal ein Einkommen. Ich drücke mal Escape an der Stelle. Ich habe jetzt ein bisschen mal hier konsolidiert das Inventar. Mal die Messer übereinander gelegt. Mal ein paar Waffen zerlegt. Ein bisschen was verkauft. Und ein bisschen verteilt. Und das sieht jetzt dann wie folgt aus. Also er hat jetzt hier diese Kevlar-Rüstung an und die Famas hat er auch bekommen, weil er die höchste hier Zielsicherheit hat. Sieht man auch hier 88. Ich habe überlegt, ob ich es Eis gebe. Aber nee, ich glaube, ich lasse es bei Sossi. Bei Eis, man weiß ja nicht, ob der vielleicht irgendwann mal nicht mehr bei mir im Team ist, deswegen lasse ich das mal bei ihm. Das Ding hier ist echt geil modifiziert. Also das hat, wie man hier sieht, so verschiedene Sachen. Zum Beispiel, wenn die erste Aktion ein Angriff ist, zählt sie, als hätte ich dreimal gezielt. Also mit anderen Worten, ist der Schuss besonders genau beim ersten Mal. Dann fügt markiert bei drei oder mehr Zielstufen hinzu. Jetzt ziele ich nicht so oft, ne? Insofern, aber wenn man das machen würde, wäre es dann markiert. Ich weiß nur leider nicht, was markiert bedeutet. Dann gibt es hier einen Kompensator. Wenn ich auf das gleiche Ziel mehrmals schieße, dann gibt es einen Genauigkeitsbonus. Könnte ich auch noch mehr dran bauen. Aber ja. Bauchlage ein bisschen besser. Aber jedenfalls ein schönes Ding. Hat auch 90 Haltbarkeit, die Famas, also wunderbar. Genau, dann, was haben wir hier? Da hat sich jetzt nicht so viel getan. Ich habe so ein bisschen mal Zeug umgeschaufelt. Vor allen Dingen gab es so ein paar schwere Ausrüstungsteile, die Gratisbewegungen dann nicht erlauben. Und fast alle haben eine Gratisbewegung außer der Eis und deswegen habe ich das dem Eis gegeben. Sie hat von mir die M14 bekommen, das ist auch ein Sturmgewehr und die habe ich selber jetzt ein bisschen modifiziert. Also ich habe jetzt da mal so einen Kolben dran gemacht. Ne, bei dem Ding ist es jetzt so, mit dem Kolben, da braucht man nicht unbedingt zielen, weil da ist der Genauigkeitsbonus nur halbiert. Aber die maximale Anzahl der Angriffe bei Überwachung wird um 1 erhöht. Ich habe ein schnelles, also Schnelllademagazin reingebaut und ich habe einen mittleren Genauigkeitsbonus für mehrere Angriffe auf das gleiche Ziel. Ja. Genau, dann Grizzly hat jetzt die Schrotflinte bekommen. Grizzly hat übrigens, genau wie Barry, einen Bonus auf, also eine Gratisbewegung, wenn er mit der Schrotflinte oder mit der Granate wirft. Wie gesagt, hat der Barry auch. Ich habe jetzt schon kurz überlegt, ob ich dem Barry die Schrotflinte gebe. Könnte man eigentlich auch mal eine andere, der die Uzi jetzt, ne? Aber der hat die MP. Naja, jetzt lassen wir es mal so, wie es ist. Dann hat er hier die Granaten. Stabgranaten, er natürlich auch. Wobei er auch dann andere Granaten noch bastelt mit der Zeit. Genau, und der Barry hat jetzt eben diese schwere Rüstung, Helm und Rüstungshose, die ihn gut vor Schaden schützen werden. Er hat jetzt auch die AK-47 bekommen. Wenn man jetzt da noch überlegen könnte, ob man die vielleicht modifiziert mit irgendwas. Was ist denn das? Ein leichter Kolben. Die maximale Anzahl an Angriffen während der Überwachung wird um 1 erhöht. Wird halbiert. So. Da brauche ich einen Chip. Hier brauche ich eine Linse, die ich habe. Ein senkrechter Griff. Die Genauigkeitsbonus für die erste Zielstufe doppelt sich. Ja, ich ziele so selten, deswegen bin ich da so ein bisschen... Das können wir mal machen hier. Das können wir mal machen. Modifizieren. Okay, gut. Na gut, das ist so das. Und ich habe kurz mit Luc gesprochen. Der hat sich jetzt beschwert, dass wir seinen Sohn umgebracht haben, logischerweise.
aber sonst ist da nichts weiter passiert. Ich frage mich ehrlich gesagt, was mit Pierre gewesen wäre, wenn wir ihn am Leben gelassen hätten. Eine Sache, die ich niemals erfahren werde. Wie auch immer, wir werden jetzt mal... ein Schiff chartern. It is a good thing we didn't use that noose. Still, I'm going to leave it up there. Was denn überhaupt für eine Schlinge? Ich sehe gar keine Schlinge. Wovon spricht denn der die ganze Zeit? Ich werde sie nicht abnehmen. Ist hier irgendwo eine Schlinge? Ich sehe keine Schlinge. Die haben es doch hier irgendwo gefetzt, oder? Junge, ich sag dir, was ist? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Hello, my friend. Ja, wir brauchen ein Boot. Of course, friends. You have a discount for helping us, you know. When you're good to go, just open the map and show me the route. And I'll get old Betty gassed up and ready for travel. Keep in mind that once I drop you on the mainland, I'll be heading back home. You can rent another boat from any port sector on the mainland. Ja. Au revoir. Und? Wie jetzt? Jetzt kann ich fahren, oder was? Verstehe ich das jetzt richtig? So. Ich krieg einen Rabatt. Was kostet das? $25, das ist ja gar nicht so teuer. Das ist ja in Ordnung. Da könnten wir auch anlanden, aber das... Ja, es ist halt so, ne? Wenn ich jetzt hier anlande, erobere ich den Hafen zurück. Dann kann ich auch wieder zurück. Wenn ich hier anlande, kann ich mir die Mine als nächstes holen. Let's move. Das gefällt mir fast ein bisschen besser. I see some beautiful avian specimens. Oh, I guess we should keep moving. Savannenküste. Zwei Hohlladungen hergestellt. Barry. Die Hohlladungen sind ja besser als die Stabgranaten. Deswegen werde ich ihm das auch gleich in die Hand drücken. So. Okay. Dann rein in die Wüste. Also hier weiß ich ja gar nichts. Hier gibt's eine Lagune und ein geheimes Versteck. Michael hier. Wir gehen mal gleich in den Modus. Wobei Tarn hier in der prallen Sonne. My Babusia taught me to hunt this way. Ich gehe mal aus dem Tarnmodus raus, weil es ein bisschen nervt, dass es so langsam ist. Sure, we'll get there. Lagune. Jackie, might be a little something something. Das nennt sich Lagune. Oho. As you wish. We move with certainty. Geheimes Versteck. Oho. With certainty. Oh, look! An enchanted item! Enchanted item? Was? Ist das ein Scharfschützengewehr? Was ist das Feines? Vergleichen wir das doch mal mit der Waffe, die sie schon hat, weil es geht ja in eine ähnliche Richtung. Die, ja, das ist ein Scharfschützengewehr. 36 Reichweite und 46 keine Gasbewegung, sehr laut. Aber sehr geil, oder? Könnte natürlich auch den Barry geben, ein Scharfschützengewehr. Zusätzliche Zielenstufe. Bauteile 60, ich habe ja nur 71.
lassen wir es erstmal. Da stand doch jetzt gerade, was das ist, genau. Scharfschützengewehr der US Army, das das auf dem M14 basierende M21 ersetzte. Offensichtlich konnte eine Halbautomatik immer noch nicht mit der Zuverlässigkeit und Genauigkeit mithalten, die Repetiergewehre bieten. Ist auch gut, weil... Ah, der nimmt auch Mato. Nehmen wir Panzerbrecher mal. So, Player. Get the lead out, people! Okay. Gibt's denn hier nix, oder? On our way. I have spotted a thing that wants an investigate. Word up. On our way. Kiste deaktivieren? Was denn für eine Kiste? MD present. Michael here. On my way. Sure. Na, das ist aber schade. Wer weiß, was da drin gewesen wäre. We're on our way. Ja, komm, gehen wir zur Mine. Zehn Feinde, was ist denn das für eine abgerichtete Hyäne? Ich glaube, mein Doc kriegt Panik gegen oder bei außerdem ist es Nacht. Nacht ist immer schlecht. Auch keinerlei Infos. Ist das wirklich so schlau? Was ist denn das für eine? Schliemann? Eyes here! Time to sneak and peek. Wir hätten vielleicht ausspähen müssen. Okay. First, we must bring the battle to completion. A little busy here. No time for chit-chat. Playing it smooth. Operation gibt's hier auch keine. Ich weiß nichts über das Gebiet hier. Got some kind of animal over here. You think it's friendly? Das denke ich. Sneak and peek. Nicht. Got the angle to do this quiet and quick. Bust. Bad dude spotted me. Watch me pop a cap in this dude. I was never good at hide and seek. Ja, du bist ja eh jetzt bei den Tieren hier. Aber wir machen das jetzt einfach mal hier so auf. Got it. I'll shoot at anyone I see. I mean, bad guys, of course. Just the bad guys. I shall not make a noise. I will try to become hard to see. Moving. Okay.
still undetected. I will try to become hard to see. Moving quietly. So, schmeiß mal einfach alles hier auf. Oh, die gehen außen rum. Gar nicht so blöd. Ready to shoot. Wieso habe ich eigentlich eine Pistole in der Hand? Hä? Ready. Going undercover. Going. Still undetected. Quietly? Like this? Man soll doch meinen, da wo die Hyänen sind, abgerichtete Hyänen wohlgemerkt, da sind auch die Feinde, oder? Nein? Sollte man meinen, ist aber nicht so. There's one enemy, I mean. Yes? Ready. Der Barry könnte auch mal eine Granate werfen. Intruders! Alarm! Sup, player? Ja. Der hat keine mehr. Der hat auch keine mehr. Der Eis auch nicht. Grizzly hat noch was. Da, der ist fast tot. Copy that. Get ready to scratch one, Buttwad. Immer noch nicht gereicht, na toll. Yes? Ziellos, er hat noch MD was. Present. I can't do it. Maybe someone better than me should take this shot. Ja. Wäre wahrscheinlich sinnvoller, aber. Mein Problem ist, ich möchte einfach keinen Schuss abbekommen. Aber ich werde jetzt zwei Gegner nicht schaffen. I have the villain in my sights. Die sind beide halb tot, aber das bringt mir halt einfach einen Scheiß. Der daher. Das gibt's auch nicht. Den eigenen getroffen. Ist immer nicht tot. Depp. Moral steigt und ist hoch, mit der Situation angefreundet. So, mit der Situation angefreundet. Have a good shot. Na
Na dann machen wir. Hey! Scheiße! Ja! Kacke, den Grizzly. Den Grizzly erwischt. Grizzly, was ist mit dir? Kriegst du den ganz gut oder eher schlecht? Ziele um eine Tasche. Ja, das kann man schon machen. Nichts getroffen. Nichts getroffen. Also so eine Pfeife. Keep it in real. Hm. Lass mal den Profi ran. Duck for life. Lass mal den Profi ran. Of course the battle is going good. We are true heroes that will vanquish all evil doers. Ice Williams, represent. I will go presently. Was machst du jetzt da? Nein, nein. Das wollte ich nicht. Ice here. Das wollte ich doch überhaupt nicht. Das ist zu weit weg. Na, dann machen wir diesen hier. Und MD könnte noch was tun, aber ich glaube eher nicht. Komm. Geh mal fort. Wenn ich euch nicht da oben treffen kann. Warum könnt ihr das dann? Grizzly here. So richtig nach vorne kommen tue ich hier nicht, gell? No sweat. What? Okay. Also noch bin ich ja verborgen. Ready to do stuff. Das ist ja schon mal, das ist ja gut eigentlich, ne? Yes? Was mache ich denn mit dir? Was mache ich mit dir? May Baba Yaga not take me this fight. My gun is not a magic wand, you know. Nein, das funktioniert nicht. Ja. Yeah. Ice here. So, Ice, was kannst du tun? Frage nicht, was deine Kompanie für dich tun kann, sondern frage, was du für die Kompanie tun kannst. Wir könnten zum Beispiel mal dahin gehen. Vielleicht haben wir da ein besseres Schussfeld. Ich lasse den Barry jetzt mit Absicht mal da hinten, weil ich glaube, dass der da hinten... Dass der da ohne... Also, ich weiß nicht, vielleicht kann er auch so weit werfen. Wir können es ja mal probieren. Okay. Ja, wir können es ja mal probieren. Ich schaff das ja. Das ist verrückt. Ja, halt da mal die Klappe da hinten. Nix treffe ich. Nix treffe ich hier.
Ach, halt doch die Bappen, ey. So. Jetzt kommt aber der große Moment, wo du mal hier punkten kannst. Nämlich, indem du ihm jetzt da mal den Kopfschuss verpasst. Ja. Ja, was soll ich denn machen mit dir? Junge, du bist doch wirklich... Du bist doch wirklich eine große Enttäuschung. Moving to position. Aiming. Gut, den haben wir. Dann bleibt dir nur noch einer übrig. Hello. Jetzt könnte man natürlich nochmal versuchen, eine Granate zu werfen. Das ist zu weit weg. Okay, wir wollen es nicht. Wir wollen das nicht übertreiben. Wobei, wir könnten natürlich mal hier so zwei nach vorne gehen. Vielleicht reicht das ja schon aus. Nee, es reicht nicht aus. Okay, nee, dann bleib da, wo du bist. Aber Eis hat eine gute Chance, mal von hier oben mit dem Scharfschützengewehr was zu tun, oder? Jetzt hat er zu wenig Punkte, das darf doch nicht wahr sein. Ernsthaft jetzt? Carlina, kannst du irgendwas tun? Nee, das ist doch auch kein Zweck. Vielleicht von da? Alright. Ist außer Reichweite. Vergiss es. Okay, du kannst auch nichts machen. MD present. What's the word? Und es hat nicht gereicht. Roger that. Oh, Junge, jetzt stehe ich dir gegenüber. Wenn du es jetzt nicht schaffst, Junge, also dann sage ich dir mal... So, Kontrolle über die Mine. Einkommen aus Minen. Glückwunsch, du hast soeben eine Diamantmine befreit. Die Legion wird versuchen, sie zurückzuerobern. Daher solltest du es zu deiner Priorität machen, eine Miliz auszubilden. Minen sorgen für ein stetiges Einkommen, dessen Höhe auf der Loyalität der nächstgelegenen Siedlung basiert. Wenn du in diesem Gebiet Kämpfe gegen die Legion gewinnst und den Einwohnern auf andere Weise hilfst, wird das ihre Loyalität und deine Gewinne erhöhen. Gut, was ist denn hier die nächste? I'm pleased also to work with real professionals for a change. Unlike your colleagues from Merck, you don't get lost and you actually deliver. Aren't you forgetting something, Corazon? I'm running the show here. You keep throwing Mercs at me. You'll soon run out of them. You! Get off my frequency! I have nothing to discuss with you! Santiago out! Was ist denn der nächstgelegene Ort? Der hier, ne? Wahrscheinlich Fleetown. Also deren Loyalität, die gerade bei 5% liegt, erhöht meine Minengewinne, weil das ist momentan nicht 3600 am Tag, so wie ich das jetzt hier gerade mal sehe. Na gut, okay. Also, das ist aber trotzdem alles ganz nett. Was ist denn jetzt das? Exklusives Goldangebot. Dein Weg, hol das Beste. Gold, ja. Ne, jetzt gerade nicht. Notizen, was ist das? Santiago hat Merck angeheuert und setzt sie gegen die Legion ein, ja. Die spielt ein doppeltes Spiel. Im Grunde genommen. AK-47, jawohl, was haben wir noch Schönes? Copy that. Was ist mit den anderen Leichen hier? Die haben nichts dabei, oder was? Michael hier. I guess. MD, was haben wir noch Schönes? Hier was zu hacken? Yes? Alright. Oh, die Folge ist schon wieder sehr lang. Understood. Ja. So,
500 erhalten. Immerhin. Dorfbewohner kommen wieder zurück. Ach, schau mal. Okay, wir beenden mal die Folge. Ich suche hier noch so ein bisschen ab. Das ist ja eher Fleißarbeit. Und dann sehen wir uns. Hören uns wieder am Anfang der nächsten Folge. Bis dann. Tschüssi.